wake of the war, the world stood still. Society had reached its peak. Driven by greed, superpowers collided without restraint, leaving nothing but ruins behind. The victors built the enclaves, vast fortified cities of limitless resources, condemning the rest to live in the surrounding slums. Yet all the blood spilled during the war was not enough to quench the thirst of those in power. The blood harvest was created. A vicious and deadly trial that determines who's worthy of a better life. The only way to leave the slums and earn a place within the enclaves is to join the blood harvest. A trial that very few survive. Only those who enter the Death Garden and prove themselves against terrible odds will ascend. But death lurks amongst the trees, always on the hunt. The hunters, gatekeepers of the enclaves, roam the Death Garden, relentlessly killing on sight. Scavengers come by their thousands. In the Blood Harvest, you either hunt or bleed. Und damit ein herzliches Willkommen in einem neuen Game. Das habe ich auch schon im letzten Livestreamer mal angespielt, ein paar Runden. Und zwar bei Death Garden Blood Harvest. Ich weiß nicht, ob es einige kennen, und zwar war das letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal da. Da war das wohl irgendwie ein Flop oder war nicht so wirklich gut. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich wusste nicht mehr, dass es das Spiel gibt. So. Ich habe das eben erfahren durch einen Streamer, den ich geguckt habe. Und habe es mir dann auch gleich gegönnt. Erstmal kostenlos getestet und gleich mal gegönnt. Und im letzten Livestream haben wir da auch schon ein, zwei Runden, drei Runden gespielt. Das ganze Game ist so ähnlich wie Dead by Daylight. Es gibt die Überlebenden, die Scavenger nennen sich die hier. Die wir gerade sind, gibt es verschiedenste Arten davon. Und zwar hier diese 5. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Deluxe Edition, die man sich kaufen kann, wo es noch weitere oder noch ein, zwei weitere gibt. Wenn ich jetzt lüge oder was Falsches sage, bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Aber, ja, wie gesagt, man kann sich die ganzen Charaktere hier freispielen, indem man diese Dinger hier sammelt. Die kriegt man, wenn man aus dem Death Garden quasi entkommt. Dann gibt es auch noch diese Killer oder Hunter in dem Falle hier. Die kann man sich zum Beispiel hier auch freispielen. Man kann sich angucken, welche Perks, was für Vorteile die haben, verschiedenste Waffen und so weiter und so fort. Die ganze Geschichte gibt es noch, bla bla bla. Und wenn ich jetzt da, man kann jetzt auch noch das Aussehen verändern, wie eben auch bei Dead by Daylight. Wieso ist es jetzt eigentlich Ausstattung? Kosmetik habe ich hier zum Beispiel, weil ich das gekauft habe, die Hunter-Maske bzw. Trapper-Maske. Man kann sich da Sachen kaufen. Ich weiß nicht, was da in Zukunft noch kommt oder so, nur um es euch mal gezeigt zu haben. Hier hat aber der Killer nicht wie in Death by Daylight irgendeine Falle oder so, sondern hat Schusswaffen, wie ihr schon sehen könnt, und auch noch Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel hier diese hier oder diese Landminen, wenn da einer drüber läuft, dass sie dann quasi explodieren sozusagen. Dann hat er noch eine zweite Waffe, eine Schrotflinte, die auch jeder Killer hat. Es gibt natürlich, jeder Killer hat oder jeder Hand hat verschiedenste Sachen. Ich werde euch auf jeden Fall mal erstmal diesen Scavenger zeigen. Mit dem habe ich schon etwas gespielt, bin schon ein paar Mal entkommen. Und der kann Rauch abfeuern, um die anderen Leute zu, wie soll ich sagen, zu saven, zu helfen sozusagen. Und ja, wir spielen zu fünft, also nicht wie das bei dir zu viert, sondern sind fünf Scavenger und dort gibt es keine Generatoren, sondern wir müssen Blut quasi abzapfen und das dann quasi irgendwie in so große Türme reinschleusen,
müssen wir 125 solcher Blutpunkte oder wie man das nennt, sammeln, alle Scavenger zusammen, damit die Ausgangstore sich öffnen. Und ja, wie gesagt, ich habe ja, man kann sprinten, man kann schießen, also die Sachen markieren, dann kriegt man 4 Punkte im Spiel. Und der Hunter tötet einen. Also der tötet einen so, wie bei hat auch, nur halt eben auf etwas andere Weise. Man kann auch wiederbelebt werden von seinen anderen Mitspielern, aber das werden wir vielleicht auch noch in der Nähe in dieser Folge sehen. Wer weiß, wen war. Bleibt dran und wir sehen uns dann auch gleich, wenn das Game losgeht. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos von dem oder andere Videos zu verpassen. Und wir sehen uns gleich, wenn das Spiel losgeht. Also seid gespannt, Leute. So, Leute, und da wären wir wieder. Hier seht ihr die anderen Überlebenden oder Scavenger. Es geht sofort los. Und hier sehen wir jetzt, wie sich der Death Garden generiert wird. Es ist nicht immer die gleiche Map, um das schon vorweg zu sagen. Links oben haben wir zum Beispiel jetzt. So. Zack. Wir können Sachen markieren. Und das sind Drohnen, die hat der Killer. Der Hunter besser gesagt. Ach du Scheiße. Alter Schwede, Leute. Das war echt krass gerade. Scheiße. Das war so eine Mine. Leute, das war so eine Mine. Oh nein! Ich habe noch nicht mal was gefunden zum Blut sammeln, um euch das zu zeigen. Hier ist was. Also einer ist schon getötet worden. Oh, der ist unterwegs. Der ist unterwegs, Leute. So. Hier drüben seht ihr. Oh no, der ist gut, der Killer. Oder wir sind schlecht, das ist auch möglich, aber. So, hier ist noch was. Ach nee, nicht schon wieder. Oh no, Leute, ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Das ist dezent blöd gelaufen. So. Nein. Der mit seinen. F Das ist unfassbar. Alter, der mit seinen Fallen ist ja richtig krank. Leute, das wird keine gute Runde für uns, das kann ich euch sagen. So, mit den Sachen kann man sich heilen. Und man sieht immer noch. So, hier müssen wir unser Blut abliefern. Oh no.
Nein! Alter, da hast du doch keine Chance gehabt, Leute. Ja, so geht's, okay, so schnell geht's. Wenn der Killer extrem gut ist, dann... Wow, 705. Geil. Wir versuchen noch ein Spiel, vielleicht haben wir da mehr Glück, Leute. Um euch das besser zu zeigen. So Leute, was ich noch zeigen wollte, war, wir haben hier noch Herausforderungen, die wir abschließen sollten. Sammeln 5 Munition, während du bla bla bla, dann bekommen wir immer Perk-Aufstufungen und so weiter. Das heißt, man muss sich nicht immer welche kaufen, beziehungsweise muss man die erst freispielen, freischalten, damit man sich die dann kaufen kann. Genau, Spielerfortschrift, eben der Session-Level und eben der Scavenger-Rang. Wie hoch ist mein Scavenger, bis jetzt gerankt habe. Und ja, je nachdem wie viel XP, wie hoch ich den Level habe, desto höher steigt natürlich auch der Scavenger-Rang. Ist ganz logisch. Und jetzt schauen wir mal, was wir eventuell hoffentlich im nächsten Spiel finden und erreichen werden. Und jetzt geht's wieder los, Leute. Drückt mir die Daumen. Denn wir wollen ja mal was sehen hier, oder? Von dem her auf ein neues. Sehr schön. Die mag ich irgendwie. Okay, der Hunter. Man kann auch die Wände hochklettern. Ist sie hier unterwegs? Nee. So, dann geben wir gleich mal Blut ab. Sehr schön. Wieder Munition sammeln. Also die Munition müssen wir immer wieder aufsammeln, ne? Und die Drohnen am besten zerstören, weil... Sehr schön. Gut, er ist nicht in unserer Nähe. Das heißt, wir können hier schon mal ein bisschen Blut abgeben. Wahnsinn. Dieses Mal geht's eigentlich ganz gut, Leute. So. Naja, als Killer ist es auch extrem schwierig. Das muss ich euch schon sagen, weil... Also ich habe selber versucht, als Killer zu spielen. War es keine Chance. Wo ist er denn? Da ist er. So. Haben wir noch Glück gehabt, Leute.
So. Ja. Oh, er ist beschäftigt. Alles klar. Kann man schön unser Blut abgeben. Wahnsinn, Leute. Hey, goldene Kiste. Die Ausgangstore ging auf, Leute. Und raus hier, Leute! Das war doch mal eine Runde hier. Sehr schön. Ich bin zwar nicht Erster, aber nice. So ist das Spiel sehr, sehr schön. Und wir sind wieder einen Rang aufgestiegen. Ist jetzt nicht so spektakulär wie bei dir, zumindest bei mir nicht. Ja, also ich habe erst angefangen damit. Auf jeden Fall würde ich ja gerne das Ganze öfters zocken mit euch hier. Und ja, auch im Stream des Öfteren. Wenn euch das Ganze gefällt, ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, um mir zu signalisieren, dass ihr das Game mögt. Mal eine Abwechslung ist für euch, im Gegensatz zu das bei Daylight oder andere Sachen. Und ja, wie gesagt, wir werden auch jetzt in der nächsten Folge irgendwann noch als Hunter spielen. Also jetzt werde ich das nicht machen. Ich muss noch etwas besser werden. Auf jeden Fall vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Demnach wird auch noch am Freitag der Livestream ausfallen, weil ich eben nicht hier bin. Auch noch als kurze Info. Ich werde da eventuell am Donnerstag am Abend einen 2-3-Stunden-Livestream machen als Ausgleich sozusagen auf Twitch. Also seid auch dabei, tragt euch ein, vergesst es nicht. Statt Freitag um 18 Uhr, Abend Donnerstag um 18 Uhr auf Twitch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen Mittag, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche was. Tschüss.